Oh. Mach mal ein bisschen Gamma an, sonst sieht man wieder auf YouTube wieder gar nichts. Ah, toll, Bei dass mir ist er YouTube die. ziemlich hell sogar. Das stimmt jetzt. Okay. Kann ich auch gar mal wieder ausmachen. Ist ja das Blöde bei YouTube, dass immer das so dunkel wird. Jetzt ist hier gar nichts. Das ist normal, das kommt ja erst noch. So, wollt ihr den direkten Weg oder den landschaftlich schönen Weg? Glaub, wir sind gerade am schönen Weg. Nein, das ist der kurze Weg, wo ihr gerade seid. Hä? Ich bin hier hinten. Ja, deswegen habe ich jetzt ja vorher gefragt, wo wir lang wollen. Weg ist es der schöne? Andersrum, rechts rum. Dann gehen wir den schönen. Bin ich. Nicht immer so wild vorlaufen. Doch. Gute Entscheidung. Langen. Also Pleurer da hinten. Angriff oder abschießen? Abschießen. Also Pleurer unter uns, passt auf. Ich sehe noch nicht mal eine. Die hängt auch unter, die hängt ich auch unterm schieß nur Boden. ab. Ich hab nur geschossen. Getroffen. Ich will die Kiste öffnen. Oh. Ich hab schon keine Rüstung mehr. Ja, meine ist auch schon ziemlich hinne. Ah, hier ist nochmal eine, ja, stimmt. Oh wow, der hat das blaue irgendwo noch. Slingshot. Der hat zwar irgendwo noch was geschossen. Aua. Ah. Da ist irgendwo eine Atropleure. Das ist auch schon. Brennt. Oh, das hat meine Rüstung ganz, ganz schlecht getan. Vielleicht ist sie auch genommen, eine. Na, ja, die ist unterm Boden. Ihr solltet euch nicht gegenseitig anzünden, Leute. War gerade in den Film zusammen, wo ich angriffen habe, wo ich rausgetroppt. Das Problem ist, die hängt unterm Boden, da kann man nichts machen, an die kommen wir nicht ran. Ah, wir lassen, was es steht. Ah, hier ist der Kiste. Ja, da ist eine Explorer-Notes. Ah, die ging auf, aber ich habe keinen Buff gekriegt. Ihr solltet nicht stehen bleiben, die Atropleura schießt euch an. Ich wollte mir hier gerade was anziehen. Abrosaurus Explorer dort mal drin. Auf dem Mörs. So. Ja, Rüstung wieder an. Schön, dass die Höhlen total bugfrei sind, oder? Hm? Dass die Höhlen total bugfrei sind. Skorpion. Was sind denn Bugs? Bugs, was ist das? Kann man das essen? Fangen wir die Wölfe, die fressen es gerade die ganze Zeit. Da ist nochmal eine Lootquest. Was komisch ist, komisch sind die Bugs auf einmal Vögel fressen, oder? Die holen, darf ich die holen? Alter, blockiert mich doch nicht ständig hier. Atropleura? Atropleura. Ich bin bei der Kiste. Eine grüne Slingshot. Da drüben ist noch mal eine. Wo es jetzt aussieht. Also in der Kiste war eine grüne Slingshot. Was ist denn hier im Wasser? Hm? Schlangen, Atropleura, Spinnen, irgendwas.
nochmal eine. Das ist auch nicht normal, dass hier so viele drinne sind. Eine grüne Slingshot. Was? Ich habe jetzt zwei grüne Slingshots und eine blaue. Wieso sind denn nur Slingshots drin? Keine Ahnung, aber ich schmeiß die mal weg. Kann doch auch nicht sein, hä? Also ich hab da so viel, so sofort habe ich da nicht in die Kisten reingepackt. Das war damals Slingshot. Hm? Wo lang? Wo ist Wasser? Und im Wasser gar keine Tiere? Nein. Ich sehe das Artefakt. Oh super, es hat mittlerweile schon Spammer bei mir im Chat im Stream. Kann ich aufheben? Ja, oder? Ja klar. Nehmen wir mehrere mit? Wenn wir schon da sind, auf jeden Fall. Jetzt wirklich sehr schnell. Ah, die ist in den Eingang, kommen wir gar nicht mit dem Wolf rein. Wolf nicht durch mit dir. Marco? Ja. Du könntest mich übrigens mal zum Mod machen bei dir im Stream. Dann müsstest du was schreiben, sonst kann ich das nicht. Jo. Ach, hier passt man nicht durch. Ja. Der nächste. Oh, Alter. Kann ich jetzt auch mal in Ruhe leveln. Cookie kommt gleich ohne Wolf zurück. Warum? Weiß ich. Ich hab so ein Gefühl. Ja, noch hat's einen Wolf. Kommt ohne Wolf und mit Geschrei zurück. Nö, ich stehe auf der anderen Seite. In welche Höhlen kommt man eigentlich alles mit dem Wolf rein? Vulkanhöhle? Die Vulkanhöhle, die Lavahöhle, dann die Höhle, wo wir jetzt gerade hier sind, die Höhle, die ein Stückchen nördlich von uns ist, wobei die nur bedingt, also nicht komplett. Sumpfhöhle kann man gehen mit Wölfen. Die Höhle auf Kano Island, theoretisch gesehen auch. Das ist natürlich immer so eine Sache, ob man lebend wieder rauskommt. Hat gut geschmeckt hier drüben. Ja, aber ich verliere gerade in der Höhle sehr viel Hunger. Oh, kalt. Ja, ich sehe der kleine Kristall, sehe ich gerade. Ja. Bei 5 Grad. Jo, dann der letzte bitte. Dann der Artefakt.
Hallo. Ich hab den Weg schon mal freigemacht. Also nimmst du den anderen Spaß weg? Also zumindest hier rechts lang habe ich alles getötet. Wobei rechts eine Sackgasse ist. Ja, bei mir war langweilig. Hinter euch eine Schlange, zwei Stück. Guck, habe ich doch nicht den ganzen Spaß weggemacht. Und die Schlange, und ich bin hier gerade von oben gesprungen. Ja, die hat mich eben noch angegriffen, aber nicht weggelaufen, ich kenne Lust mehr. Ach, guck, ich bin eben gefangen. Hier geht's runter. Ja. Da müssen wir nicht runter, oder? Nein. Wir müssen hier oben hin. Bauen wir vorhin, oder? Ja. Heißt das Eingang? Also sind wir jetzt schon durch. Jo. Ja, das ist eine der leichtesten Höhlen hier. Mal ein Sprung dabei. Doch ein Sprung ins Wasser. Wo gehen wir jetzt hin? Ah. Oh. Kann. So, ja. Jetzt bleiben die Höhlen, die man mit der momentanen Ausrüstung machen kann, nur die Vulkanhöhle und die Lavahöhle. Die Lavahöhle ist bei uns, ne? Die Lavahöhle ist bei uns. Und da sind uns zwei Viecher verreckt. Ja, ich habe auch mittlerweile den anderen Weg probiert. Der andere Weg ist bei Weitem ungefährlicher. Ich fütter erstmal mein Wölfchen. Komisch, meiner hat volles Leben. Meine auch. Meine auch, wieder. Ja. Es hat ein halbes Steck nur. Die Sumpfhöhle kommen wir auch mit denen rein. Kommen wir auch mit denen rein? Wir haben nur keine, Tauchausrüstung für alle Mann. Und gibt's eine, die wir mit Feuerpfeilen schaffen? Hm. Ich alle. Ich überlege gerade. Also die Schneehöhle ist raus. Oh, warte mal. Tobi ist rausgeflogen. Dann bin ich mal ganz kurz weg. Jo. Kann ich kurz überlegen. Kano Island könnte man noch machen mit Feuerpfeilen. Und Flammenwerfer. Beziehungsweise wir könnten auch die Höhle, die machen, wir könnten jetzt Richtung Vulkan gehen und die andere Höhle mal machen. Da kommen wir halt noch nicht bis zum Artefakt. Warum nicht? Weil wir entweder Grappling Hooks brauchen oder Tauchausrüstung. Ich hab zwei Hooks dabei. Ja, zwei Hooks könnten reichen. Wenn du sie gut setzt. Ich hab sie einfach mal mitgenommen. Das ist dann Trick 17 quasi. Dann kann man sich abkürzen zum Artefakt. Oder man muss eine sehr lange Tauchstrecke in Kauf nehmen und ja. Das muss man ohne Tier machen, ohne. Von daher braucht man Tauchausrüstung oder halt dieses Rezept hier für länger atmen. Minimum brauchen wir aber Taucherflossen. Tauchfleisch und Flossen wären nicht schlecht. Und wir haben nur eine Tauchausrüstung bisher. Wir hatten noch nicht für alle Material zu craften da.
Polymer, oder? Ja, Polymer war da, das ist der Engpass. Würden uns vielleicht noch ein, zwei Schneckchen hinsetzen, dass wir mal eine Polymerreserve im Haus haben. Ja. Geht bei mir ja wieder. So, wieder da. Baby. So, und für was habt ihr euch jetzt entschieden? Wir gehen mal die nächste Höhle, die von hier aus Richtung Vulkan ist. Das ist die ganz, ganz große. Die, wo unter dem Vulkan ist? Nee, die hier noch vorm Redwood ist. Am Monat hat Grappling-Hooks dabei, das heißt, wir könnten es probieren. Ich habe zwei Stück dabei. Zwei Stück, wie gesagt, könnten reichen. Warten. Warten wir noch, ob das Cookie wieder da ist. Kann sie ja keiner angucken. Was denn? Du Sackratte! Jetzt hat er einfach mal mich beschnitten, ich glaub's ja nicht. Afro weggemacht. Kann doch gar nicht sein hier. Kann sich doch keiner anschauen. Und du meinst, das sieht jetzt so viel besser aus? Ne. Die Fratze kann ich nicht schön machen. Siehst du? So war ich wenigstens in der Haaren versteckt. Bei mir ist nichts gemacht. Aber es gab viel Haare, 30 Stück. Tja, siehst du mal. Du hast wahrscheinlich auch nebenbei meine Rückenhaare mit abgeschnitten. Okay, wächst der Bart schon? Nein. Also von mir aus können wir weiter. Ja. Dann schauen wir mal, ob wir so schön mitten im dollsten Nebel die Höhle finden. Welche? Die direkt nördlich von hier. Kannst ja auf dem Weg dann schon mal wegen Server jetzt. Ja, wollte ich jetzt nämlich, wäre das nicht die nächste Frage gewesen? Nee. Ah. Jo, und zwar, bei unserem ersten Stream hatten ja auch schon einige Leute gefragt, ob wir denn noch Leute suchen, ob man mitspielen kann. Damals haben wir noch gesagt, gebt uns ein wenig Zeit. So, die Zeit ist um. Und ja, jetzt suchen wir ein paar Leute, die noch mit bei uns spielen möchten. Und diesem Zwecke könnt ihr einfach mal eine kleine Bewerbung, es muss jetzt kein riesen Wall of Text sein, an die liebe Cookie schicken. So, und die Adresse blende ich jetzt mal ein bei mir. Es gibt nur eine Voraussetzung, euer Alter muss zur Altersbeschränkung des Spiels passen.
Ja, das ist interessant, weil ich habe bisher noch keine Altersbeschränkung für das Spiel gesehen. So richtig. Ich? Nee. Also ich habe mal geguckt, weil Cole ja immer meinte, bei der Xbox steht was mit 16. Habe ich geguckt, habe ich nirgendwo gefunden. Okay. ARK hat irgendwie noch keine USK-Freigabe. Aber ich sage mal, so eine Beschränkung auf 16 wäre schon sinnvoll. Ja, vor allem bei der Altersgruppe, die auch auf dem Server ist. Ja, also das soll euch, müsst ihr euch bewusst sein. Wir sind, ja, alte Säcke will ich jetzt nicht sagen, aber viel fehlt nicht. Also sagen wir es so, ich bin Jüngste hier und... Oh. Das war die falsche Richtung, wir sind im Süden gelandet. Kannst du überhaupt noch navigieren? Cookie, alles klar. Cookie ist ein Roboter geworden. Pferd. Ah, sie ist rausgeflogen. Und ist geflogen. Aber liegt nicht im Wasser gut. Oh gut. So, Tobi, jetzt kannst du dir einen Bart verpassen. Hab ich schon. Er muss nur noch wachsen. Bei mir hast du nichts gemacht, wie ich gesehen hab. Fordert nicht heraus, das macht er, wenn du ausgeloggt bist. Geil, mach ich's halt zurück dann. Oh. Ja, da kommt er doch schon wieder. User entered your channel. So, ich kann jetzt auch mal die E-Mail-Adresse wieder zurückblenden. Ich hab's eben beobachtet, ich bin nicht aus dem WLAN rausgeflogen. Hm. So. Also ich verstehe diese Disconnect. Ja, manchmal ist das seltsam. Weil jetzt hast du einfach nur einen kurzen Lag und der Server kickt dich halt einfach. Also das hatte ich auch mal eine Zeit lang. Da hat es mich im Minutentakt vom Server gekickt, teilweise halt auch vom TS. Da lag es aber einfach mal am Anbieter. Was der da Probleme hatte. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich im Moment nur im so ab und an mal ein Disconnect bekomme. Ich kann mich noch an die Tage erinnern, wo ich einfach mal 2 Tage lang alle halbe Stunde rausgeflogen bin. Das hatte ich 2 Monate lang. Zum Kotzen. Ja, yep, das halt war dann auch eine Zeit, machen, wo ich dann eine Arc-Pause gemacht habe. Tobi, du weißt schon, dass es jetzt Videobeweise davon gibt. Ja und, macht ja nichts. Wovon vergewaltigt er mich? In gewisser Weise. Was macht er? Er verpasst dir einen neuen Haarschnitt, würde ich mal sagen. Schon wieder. Ich glaube, diesmal probier das mit einer Intimrasur. Ja. Nee, Tobi. Du olle Sau. Oh. Hat er mich da noch ausgezogen? Oh.
Bin ich immer noch ein Roboter? Nee, gerade nicht. Gut. Das ist aber ein sehr fleischfarbener Roboter. Mhm. Warum wollen eigentlich immer alle, dass ich mitkomme feiern und dann fahren soll? Mit der Begründung, ja, du hast ja noch 3 Jahre Probezeit und darfst nichts trinken. Ja. Warum? Okay. Warum gerade du? Weil sie mir immer noch eins reinwürgen wollen, weil ich 2 Jahre Probezeitverlängerung gekriegt habe. Wegen Alkohol oder was? Nein, weil ich zu schnell gefahren bin. Okay. Immer diese Raser. Na eben, kann ich gar nicht verstehen. 2 km/h mehr und mein Lappen wäre weg gewesen, also psch. Ja. Jetzt wollen sie mich immer als Fahrer. Ich argumentiere dann damit, Leute, ich kann nur einen mitnehmen, ich habe einen Smart. Das ist natürlich auch eine Variante. Und dann kommen sie an mit, dann spielen wir halt Tetris. Na dann, ja, dann bleibt mir erst recht weg. Überladen bist. Ey, ganz ehrlich, ich mach die Scheiße nicht. Ich bin froh, dass ich meinen Lappen damals nicht verloren habe. So, okay. Jetzt versuchen wir es mal mit GPS nach Norden zu kommen. Die richtige Richtung. Normalerweise müssten wir irgendwo beim Sumpf rauskommen. Will jemand ein bisschen Fleisch haben? Ich bin überladen. Ja, was raus? Dann müsst ihr halt mal kurz warten. Warten, das heißt nicht weiterlaufen. Ich will ja gar kein Fleisch haben, von daher. Ich warte am Schrank. Ja, ich musste trotzdem stehen bleiben. Ist ja richtig. Ja. Okay, gut, dann kommt man scheinbar von hier aus nicht nach Nord. Na gut. Oh, ich hab einen Raptor. Kubi auch gehabt. Und Mana war unter 10. Ist jetzt ein Preis? Ja. Okay, ich zieh mich aus. Das ist kein Preis, das ist alltäglich. Hey! Ah. Machen wir eine Leech Party oder wie war das? So ungefähr, Vorsicht, das ist ein Drodon-Aggro. Haut den Drodon an, nicht ich. Drodon ist okay. Ja, bis auf dass meine Rüstung mittlerweile fast im Arsch ist. So. Was ist am Arsch? Rüstung oder was? Ja. Eine halbe. Eine ich zweite. Ich hab noch eine im Jabor. Ich hab ja eine komplett bunte, weil mir ist die nicht so schnell kaputt gegangen. Ich hab zu haben eine silberne. Nur eine graue. Popcorn von Sunny. Hallo Schlange. Schlange. Die ist hübsch. Tot. Tot. Aber die war trotzdem hübsch.